In Aufgabe 16.4 ist der CYK-Algorithmus gefragt, welcher übrigens nach seinen Erfindern Kok, Younger und Kasami benannt ist. Und mit dem CYK-Algorithmus lässt sich feststellen, ob ein Wort zu einer bestimmten kontextfreien Sprache gehört. Die Voraussetzung dafür ist eine Sprache in der Chomsky-Normalform. Es ist also ein gutes Beispiel hier, um mal zu zeigen, wofür die CNF so wichtig ist, weil ohne die CNF lässt sich dieser Algorithmus nicht anwenden. Wir haben hier eine Grammatik gegeben, die der CNF noch nicht ganz folgt. Zwar haben wir keine Epsilon-Regeln mehr und auch keine nutzlosen Variablen, aber wir haben hier auf der rechten Regelseite noch ein paar Unregelmäßigkeiten. Und zwar haben wir hier Nicht-Terminale verbunden mit Terminalsymbolen. Und die CNF sagt ja aus, dass auf der rechten Seite nur zwei Nicht-Terminale stehen dürfen oder Terminalsymbole. Hier dieses AB zum Beispiel ist in Ordnung, das sind zwei Nicht-Terminale zusammen, das ist okay. Aber hier haben wir Terminalsymbole und hier drüben haben wir Terminalsymbole vermischt mit einem Nicht-Terminal. Genau das gleiche ist hier unten auch und das ist noch nicht in Ordnung. Deshalb sind wir jetzt ein bisschen erfinderisch und werden das ändern. Ich habe mir hier die Grammatik nochmal hingeschrieben, etwas anders formatiert. Und wir wollen ja jetzt hier diese Terminalsymbole wegbekommen. Und das kriegen wir hin, indem wir einfach neue Nicht-Terminalsymbole erfinden, die gegen diese Terminalsymbole ersetzt werden können. Zum Beispiel C. Sagen wir, dass C ersetzt werden soll gegen runde Klammer auf. Und dann erfinden wir noch ein D. Und D kann ersetzt werden gegen runde Klammer zu. Und jetzt können wir hier oben nämlich diese Terminalsymbole ersetzen gegen unsere neuen Nicht-Terminale, nämlich C und für die schließende Klammer dementsprechend D, hier CD. Und für die eckigen Klammern machen wir genau das gleiche. Wir erfinden ein E und ein F und das F kann ersetzt werden gegen eckige Klammer zu und das E ersetzen wir gegen eckige Klammer auf. Und dann können wir hier diese eckigen Klammern wegnehmen gegen E und F. Und jetzt ist das schon mal sehr einheitlich. Allerdings besteht noch das Problem, dass wir hier drei Nicht-Terminale haben, genauso hier. Und es dürfen ja in der CNF maximal zwei sein, so wie hier zum Beispiel. Ja, jetzt ist natürlich der Weg ganz klar. Wir werden einfach noch zwei Nicht-Terminale erfinden. Ich nenne sie mal G und H. Und dann sagen wir denen einfach, wie zum Beispiel jetzt hier bei H, dass H ersetzt werden kann gegen EB. Dadurch können wir hier dieses EB wegnehmen gegen ein einfaches H. Und für G machen wir das gleiche. Und zwar werden wir für G die Ersetzungsregel schaffen, die Produktionsregel, dass G ersetzt werden kann gegen CA. Also kommt hier bei CA ein G rein und hier unten bei G das CA. Dann haben wir schon mal eine Chomsky-Normalform, die wir jetzt im CYK-Algorithmus verwenden können. Ja, und wir sollen jetzt in Aufgabe 16.4 nämlich ein Wort prüfen. Und zwar wollen wir herausfinden, ob dieses Wort hier, runde Klammer auf, runde Klammer zu, eckige Klammer auf, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, eckige Klammer zu, akzeptiert wird von dieser Grammatik. Und dazu starten wir mal mit dieser sehr interessanten Stufentabelle hier in der ersten Spalte und zweiten Zeile. Zack. Und wir wollen jetzt hier nacheinander diese Zeilen ausfüllen. Und die zweite Zeile hier lässt sich ganz einfach füllen. Und zwar schauen wir einfach bei unserer Grammatik, die habe ich hier mal unten rechts im Kasten hingeschrieben, dass wir die Übersicht behalten. Dort schauen wir einfach nach, welche Produktionsregel eine öffnende Klammer erzeugt. Und das ist hier in diesem Fall C. C kann nämlich ersetzt werden gegen eine öffnende Klammer. Also schreiben wir das da rein. Und dann gehen wir ins nächste Feld. Dort suchen wir eine Produktionsregel, die uns die schließende Klammer erzeugen kann. Das wäre in dem Fall D. Also schreiben wir hin, D kann ersetzt werden gegen eine schließende Klammer. Und
und für die eckigen Klammern machen wir das gleiche, das wäre dann jetzt E und dann nochmal ein E. Und dann haben wir noch hier drüber die eckige schließende Klammer, das ist ja dann die Produktionsregel über F und ebenfalls nochmal über F. So, dann haben wir die zweite Zeile schon mal fertig und es kann aufgehen zur dritten. Und um dieses Feld zu füllen, gucken wir in das Feld darüber und in das Feld diagonal zu dem jetzt grün gekennzeichneten Feld. Und zwar im Feld darüber schauen wir uns das Nicht-Terminal auf der linken Seite an und dann gehen wir halt in das diagonale Feld und schauen uns dort ebenfalls das Nicht-Terminal auf der linken Seite an. Und dann bilden wir aus diesen beiden eine Konkatenation. Und zwar suchen wir jetzt eine Produktionsregel, die uns CD erzeugen kann. Also hier die beiden rot markierten Symbole zusammengesetzt. Und wir werden fündig. Und zwar sehen wir in unserer Grammatik, dass A ersetzt werden kann zu CD. Und deshalb kommt hier in das grüne Feld auch ein A zu CD rein. Dann hüpfen wir ins nächste Feld. Und dort gucken wir auch wieder im Feld darüber. Und zwar interessiert uns da dann immer die linke Regelseite, das D. Und wir gucken dann im diagonalen Feld. Da interessiert uns ebenfalls die linke Regelseite, das E. Und dann bilden wir daraus die Konkatenation, nämlich DE. Und schauen in unserer Grammatik nach, ob es hier auf der rechten Seite irgendwie ein DE gibt. Und leider tut es das nicht. Also kommen dort Striche rein. Das machen wir für die nächste Spalte genauso. Und zwar schauen wir dort drüber wieder nach dem E, dann diagonal auch nach dem E, schauen dann hier drin nach EE. EE gibt es nicht, also drei Striche. Dann ab ins nächste. Dort gucken wir nach einem E, verbunden mit einem F. Dann schauen wir hier in diesen Kasten, ob es hier ein EF gibt. Und siehe da, B kann ersetzt werden zu EF. Also können wir hier reintragen B zu EF. Dann ab ins nächste Feld, wieder da drüber gucken und diagonal gucken. Und dann gucken nach der Verbindung aus diesen beiden. Und dann schauen, ob hier rechts diese Verbindung drin steht. Tut es leider nicht. Ja, und so geht das weiter. Es wird jetzt immer aufwendiger. Und zwar müssen wir jetzt in dieser Zeile nicht mehr nur hier drüber gucken und hier diagonal, sondern wir fangen immer von ganz oben an. Und zwar schauen wir uns das hier oben an und das erste diagonale Feld. Das würde dann so aussehen. Dann suchen wir hier das C und das gibt es nicht. Und dann rutschen wir hier 1 runter und hier gehen wir diagonal 1 weiter hoch. Zack. Und dann hätten wir jetzt die Suche nach AE und hier rechts gibt es kein AE. Also gehen wir ein Feld weiter, weil wir jetzt hier schon am Ende angekommen sind, schon in der Nähe des grünen Feldes. So, dann jetzt eins weiter, das gleiche Spielchen. Wir schauen uns erst diese beiden Felder an und danach rutschen wir hier eins runter und gehen hier eins schräg nach oben. So, jetzt würden wir hier ein D suchen. Ein D gibt es nicht. Also schieben wir diese Felder weiter, das diagonal hoch und das runter. Und jetzt suchen wir hier nach einem E, das gibt es nicht. Also weiter. Hier schauen wir jetzt nach EB und EB gibt es und zwar kann H ersetzt werden zu EB. Also können wir EB eintragen, sind aber noch nicht fertig, weil unsere Felder jetzt hier jeweils noch eins weiter rutschen können, unsere gelben Felder. Und dort suchen wir jetzt nach einem F und ein F gibt es auch nicht. Also bleibt es erstmal bei H kann ersetzt werden zu EB. Sollten wir aber trotzdem mal den Fall haben, dass wir mehrere Sachen finden bei diesen Durchrutschen, dann kommen hier natürlich in dieses Feld auch mehrere Sachen rein.
So, dann geht's in die nächste Spalte. Dort auch wieder hier drüber gucken, und zwar von oben angefangen und ein Feld diagonal. Und danach dann von hier oben eins runtergehen und diagonal eins nach rechts oben. Hier suchen wir ein BF und finden es leider nicht. Dann auf zur nächsten Zeile. Und jetzt sieht man auch wirklich, dass es aufwendiger wird. Und zwar müssen wir jetzt die beiden Felder vergleichen. Und danach rücken wir von hier oben eins runter und hier rechts eins nach oben diagonal. Und dann, nachdem wir die dann auch noch verglichen haben, rücken wir hier wieder eins runter, bis wir an dem grünen Feld dran sind. Und hier diagonal wieder eins hoch. Und so wird es, je weiter wir nach unten kommen, immer mehr Überprüfungen geben für eine so eine Spalte. Ja, schauen wir uns das an. Wir suchen jetzt ein C. C gibt es hier nicht. Also gehen wir weiter. Jetzt suchen wir ein A hier auf der rechten Seite. A gibt es nicht, also eins weiter. Und jetzt suchen wir ein E. E gibt es auch nicht, also Striche. Dann nächstes Feld. Jetzt suchen wir DH. DH gibt es nicht. Dann B gibt es auch nicht. Und F gibt es auch nicht. Ab in die nächste Spalte. Dort wird jetzt ein E gesucht. Gibt es nicht. Jetzt zwei Striche. Zwei Strichkästen gibt es natürlich auch nicht. Und HF. HF gibt es. Und zwar kann B ersetzt werden gegen HF. Und kommt dann hier rein. So, jetzt dasselbe Spielchen wieder, immer hier eins runtergehen, also in derselben Spalte eins runtergehen und in den anderen Spalten immer diagonal. Suchen wir durch, gibt es nicht, und hier gibt es auch nichts. Das kann auch mal wirklich vorkommen, dass eine so eine komplette Zeile keine Inhalte hat, also nur den Strich. Und das macht aber nichts, man geht dann einfach dann weiter in die nächste Zeile. So, dort gucken wir jetzt nach einem C, gibt es nicht, jetzt nach einem AB. Und AB gibt es, und zwar kann unser Startsymbol ersetzt werden gegen AB. Und das ist super, weil dadurch können wir jetzt hier reinschreiben, S kann ersetzt werden zu AB, und wir haben hier unten den Start drin. Das ist eigentlich auch unser Ziel, dass wir hier unten dieses Feld ausfüllen können. Trotzdem schauen wir noch weiter, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Und die gibt es nicht. Die gibt es ebenfalls nicht, diese Möglichkeit. Und das einzelne F gibt es hier auf der rechten Regelseite auch nicht. Also bleibt es dabei. Und da wir jetzt hier dieses Startsymbol drin haben und diese Zeile ausfüllen konnten, wird dieses Wort auch akzeptiert. Würde es nicht passieren, würden wir unten zum Beispiel Striche kriegen, dann würde dieses Wort, was hier oben steht, nicht akzeptiert werden von der Grammatik. In diesem Fall ist es aber so, und wir haben den CYK-Algorithmus erfolgreich angewandt und bewiesen, dass das Wort dieser Grammatik hier folgt. Wunderbar.